Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Ja, wir sollen jetzt hier den Tatort untersuchen. Die Fenster im achten Stock, die Tür fest verschlossen. Dieser Tatort gibt Rätsel auf. Lediglich ein kleines verdächtiges Detail gibt einen Hinweis darauf, was sich hier abgespielt hat. Sieh dich im Zimmer um und finde dieses verdächtige Detail. Hast du es gefunden, zeichne mit dem Touchpen einen Kreis darum und berühre Antwort. Achtung, der Kreis darf nur ein einziges Objekt umschließen. Okay, wie es aussieht, haben wir hier... Ah, wir haben hier mehrere Szenen, die wir anschauen können. Okay, so, da ist das Fenster. Darüber ist dieses merkwürdige große Vieh. Okay, ein Schreibtisch, ein Stuhl. Das Fenster ist offen. Aquarium, irgendwelche Bücher... Ich sehe hier gerade noch nichts Auffälliges. Ich gehe mal weiter. Da steht der Professor Layton, ein Bücherregal. Okay, irgendein Tisch. Ist da was Verdächtiges? Ich weiß nicht. Da sind ein paar Masken. Da ist der Inspektor. Hier noch mehr Masken, Statuen, Bücherregal. Irgendwelche Chemikalien. Okay. So, auch da noch ein Stück von dem riesigen... Soll das ein Dino sein? Ich glaube ja, ne? Ein Dinosaurier-Skelett. Okay, da ist... Was ist das? Bitte zeichne den Kreis nochmal. Nein, da ist irgendeine Truhe. Und da geht's jetzt wieder zurück. Okay, Moment. Wo soll hier was Verdächtiges sein? Also ich finde, hier sieht alles relativ normal aus. Das Fenster ist halt offen, aber... Ist das ein verdächtiges Detail, dass das Fenster offen ist? Alles andere sieht doch recht normal aus. Hier genauso, der Schrank normal, es ist nichts besonders unordentlich. Die Statuen, die Masken, ja eventuell diese Chemikalien, die hier stehen. Wobei, die wenig damit zu tun haben, wie der Angreifer oder was auch immer es war, hier reingekommen ist. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe gar nichts Auffälliges. Der Bücherstapel, die Kiste, der Stuhl. Dass der Stuhl vielleicht so ein bisschen weggerückt ist? Ist das verdächtig? Moment mal, vielleicht sollte ich mir die beiden Szenen tatsächlich mal genauer anschauen. Da ist die Statue. Hier hängt das riesige Ding. Da ist ein Regal. Okay. Da ist auch noch... Ach, hier, Leute, am Fenster, die Gardine. Ja. Die ist da abgerissen, wo auch immer das andere Stück ist. Ich glaube, das ist das Detail, oder? Jetzt kommt's drauf an. Ja, sehr schön. Haha, Kinderspiel. Haha, Kinderspiel, ja, total. Gut gemacht, Adlerauge. Irgendwer hat diesen Vorhang einfach abgerissen. Was mag hier geschehen sein? Aber natürlich, der Vorhang an diesem Fenster wurde abgerissen. Ja, das stimmt wohl. Aber was hat das mit meinem Tatort zu tun? Oh! Sehen Sie, jemand hat sich durch das Fenster davongemacht. Und das war ohne Zweifel unser Täter. Okay. Sehr scharfsinnig beobachtet. Gut gemacht, mein Junge. Dankeschön. So, Rätsel 4 auch gelöst? Ja, natürlich. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Ja, ja, natürlich. Gar nicht wahr. Psst, Luke, hör zu. Ich glaube nicht, dass uns der gute Inspektor eine große Hilfe sein wird. Ja, das denke ich auch. Wie wär's, wir stellen unsere eigenen Nachforschungen an. Oh, Professor, sehen Sie das? Dr. Schrader hält etwas in der Hand. Oh, ein zerrissenes Bild? Das ist ein altes Foto. Aber es wurde in 1000 Stücke gerissen. Ich kann nichts darauf erkennen. Juhu, wir dürfen puzzeln, oder? Nee, doch nicht. Okay, es ist ein weiteres Geheimnis. In den Händen des verblichenen Doktors wurde ein Foto gefunden, das in einzelne Schnipsel zerrissen wurde. So lässt sich nichts darauf erkennen. Was könnte auf dem Foto zu sehen sein? Ja, puzzel das doch zusammen. Was soll das, Mann? Sie können doch nicht einfach Indizien am Tatort begrapschen. Was ist das überhaupt, hä? Na, ist doch egal. Das Ding ist beschlagnahmt. Und sie beide verschwinden jetzt, klar? Zerrissenes Foto. Ach, er hat es konfisziert. Okay. Aber wir waren doch noch gar nicht fertig. Hm,
Dr. Schrader schrieb zwar, dass er die Schatulle der Pandora in seinen Besitz bringen konnte, aber hier ist nichts zu finden, das wie eine solche Schatulle aussieht. Ob er wegen der Schatulle umgebracht wurde? Das ist sehr gut möglich, aber im Moment können wir nur mutmaßen. Ich bin aber überzeugt, dass wir bereits einen wichtigen Hinweis gefunden haben, die Fahrkarte. Sie meinen also? Ja, Luke. Ich finde, wir sollten selbst einmal eine Fahrt in diesem Zug wagen. Und das nächste Geheimnis? Wo ist die Schatulle? Es gelang jemandem, die Schatulle aus Dr. Schraders Besitz zu stehlen, ohne auch nur einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen. Wer könnte der Dieb nur sein? Glauben Sie, dass wir auf die Wahrheit über die Schatulle und den armen Dr. Schrader stoßen? Es scheint so, als hätte Dr. Schrader uns absichtlich auf den Molentry Express hinweisen wollen. Es ist klar, wie gutes Teewasser, Luke. Dieser Zug wird uns zu des Rätsels Lösung führen. Und so verließen Professor Layton und Luke die Stadt auf eisernen Gleisen ins Ungewisse, einem finsteren Geheimnis entgegen. Möchtest du das Spiel speichern? Nein, das mache ich jetzt nicht, das mache ich nämlich später. Kapitel 1, der legendäre Molentory Express. Schauen Sie nur, Professor, all der Luxus und die edle Einrichtung. Haha, allerdings, Luke, dieses Abteil strahlt nur so vor Prunk und Eleganz. Ich wette, dass der Rest des Zuges unserer Bleibe in nichts nachsteht. Wollen wir uns ein wenig umsehen? Ja, gerne, untersuche das Abteil. Ich hoffe, ich finde hier ein paar Münzen. Das wäre total schön, vielleicht hier oben? Bei so schönen Lampen braucht man im Dunkeln keine Angst zu haben. Ja, eine Münze. Ach, cool. So, vielleicht hier im Koffer? Der Koffer ist ja richtig schwer. Was ist da nur drin? Ich habe keine Ahnung. Sieh nur, Luke, der Koffer steht sperrangelweit offen und all deine Sachen liegen auf den Sitzen. Oh, sie haben ja recht. Willst du nicht ein wenig aufräumen, bevor wir den Zug besichtigen? Will ich das? Möchte ich aufräumen? Rätsel 5. 30 Picarat. Lukes Habe ist wahllos verstreut und muss ordentlich im Koffer verstaut werden. Bewege Lukes Besitztümer mit Hilfe des Touchpens und gib Acht, dass kein Teil von einem anderen überdeckt wird, da sich der Koffer sonst nicht schließen lässt. Wenn du alles fertig verstaut hast, berühre Antwort. Okay, die beiden Teile... Ach Gott, ich dachte, die wären fest. Sind die fest? Vermutlich nicht, ne? Oh Gott, solche Rätsel mag ich sehr gerne, aber die können auch immer ein kleines bisschen dauern. Passt das? Nee, so passt das nicht, ne? Eieieiei, ja, das kann wirklich dauern. Moment, dann kommt das nochmal weg. Könnte das... Na, das ist ja blöd. Da muss ja irgendwas drunter liegen, ne? Das könnten wir da hinpacken. Das könnten wir aber auch hier hinpacken. So, wir haben da den Teddy mit dieser kleinen Ecke. Pass mal auf, wenn wir das... Nee, ich lege das da hin. Das kommt nochmal kurz weg. Dann kommt... Moment. Kommt da... Ach, das geht gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Teddy irgendwie da so drüber muss. Haben wir jetzt etwas, was hier hin könnte? Nein. Wir haben aber das hier. Das könnte da unten hinpassen. Und das dahin. Und jetzt passt das alles nicht mehr, ne? Nee, Moment. Also das Kleine erstmal weg. Ich glaube, ich sollte mit den größten Teilen anfangen, oder? Damit ich die schon mal weg habe. Also hier muss... Nee, passt auf. Wir könnten das auch so machen. So und das hier hin. Das passt. Das sieht gut aus. Dann den Teddy. Eventuell dahin. Jetzt haben wir aber keinen Platz mehr dafür. Okay, was ist damit? Nee, das passt nicht. Oh Mann. Oh Mann. Das kann lange dauern. Gott, dieser Boomerang. Wenn ich den einfach mal... Moment. Den Boomerang einfach mal in die Ecke packe. So. Dann ist da zu viel Platz. Wenn ich das hier hinpacke... So, oh, Moment. Ich habe eine Idee. Das mal eben weg. Das hier hin. Den Teddy dahin. Und jetzt passt das alles nicht mehr, ne? Das große Teil passt nämlich nicht rein. Okay. Okay, okay. Das mit dem Teddy und dem Fernglas hier und der Bratpfanne ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Nur es kann sein, dass das... Moment... dass das hier hin muss, damit wir nämlich... Ja, das ist ja auch...
das ist ja auch sinnlos. Das hier nach oben. So. Nee, dann passt das ja nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Geht's bei Rätsel Nummer 5 schon los, schwierig zu werden? Nee, das passt ja auch nicht. Und das hier, passt der Teddy dann da noch hin? Nee, dann haben wir da eine Lücke, ne? Und es soll ja höchstwahrscheinlich keine Lücke da sein. Kann ich das nochmal neu machen? Genau. So, die beiden haben wir jetzt da. Die Frage ist, sollten die da bleiben? Ist das vom Spiel nett so gemacht, dass die beiden schon da sind? Ich glaube eher nicht, ne? Weil dann haben wir für die Pfanne nämlich überhaupt keinen Platz. Und das dahin. Das Teil hier ist problematisch, oder? Findet ihr nicht, dass das Teil irgendwie total blöde ist? Das kann ich so nicht dahinsetzen, dann passt da nichts rein. Ich könnte... Nee, dann ergibt es auch keinen Sinn. Das dahin? Den Bumerang dahin? Nee, nee, dann ergibt es wieder keinen Sinn. Die Bratpfanne dahin. Habe ich nicht gerade gesagt, es wäre schlauer, die größten Teile hier zuerst einzusetzen? Ja, ne? Ich weiß nur nicht wirklich wie. So, dann würde das hier hinpassen. Oh, sieht das gut aus? Nee. Nee, das ist blöd, aber das wirkt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Nee, das geht aber nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, ob es schlauer ist, einen Moment darüber nachzudenken und dann weiterzumachen. Aber ich glaube, ausprobieren ist da doch ein bisschen besser. Nee, das geht ja alles nicht. Nee, nee. Das funktioniert alles nicht. So, nochmal neu. Ich werde mich jetzt hier nicht ewig an dem Rätsel aufhalten. Wir können ja alle Rätsel später noch machen. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir das hier jetzt aufgeben und dann erstmal was anderes machen. Wir werden es früher oder später sowieso machen, nur damit ich nicht die ganze Folge immer an einem Rätsel hänge. Also wenn es mal Tonaussetzer gibt, dann verzeiht das bitte. So, Moment. Der? Nee, passt ja da nicht rein. Moment, Moment. Also, das hier... Ach nee, das geht ja da nicht. Ich muss das Große, ich muss das hier loswerden. Das hier ist, glaube ich, das größte Problem. Oder ich mache es so, dann habe ich aber nichts, was hier hinpasst. Oder ich setze das dahin, dann habe ich aber nichts mehr, was dahin passt. Der Teddy, nein. Das geht dann nicht. Nochmal neu. So, letzter Versuch jetzt. Ansonsten schauen wir mal, ob wir erst was anderes machen können. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Nee, ich muss erst die Bratpfanne... Ich muss erst die Bratpfanne nehmen. Was ist denn, wenn wir die mal relativ weit nach oben setzen? So nämlich. Dann setzen wir das dahin. Das dahin. Dann passt der Teddy da genau rein. Dann haben wir das hier und dann haben wir da wieder ein Problem. Also dieses Ding hier stört mich. Das ist wirklich blöd. Moment, können wir das hier rübersetzen? Ach nee, dann haben wir wieder das Problem, dass wir hier nichts haben. Den dahin ergibt keinen Sinn. Und die riesige Bratpfanne. So, jetzt aber letzter Versuch. Das hier eben weg. Die Bratpfanne mal relativ in die Mitte setzen. So. Das in die Ecke ergibt keinen Sinn. Das kann ich jetzt nirgendwo hinsetzen, außer hier oben. Dann passt das aber nicht dahin und dann ist die Bratpfanne... definitiv an einer blöden Stelle. Und hier genauso. Ich könnte das dahin setzen, das hier unten hin. Das dahin. Jetzt passt das da nicht mehr. Aber jetzt ist da wieder was frei. Es darf ja kein Platz frei sein. Es darf sich nichts überschneiden und auch kein Platz frei sein. Nee, das geht so nicht. Also Bratpfanne. Bratpfanne dahin. Das passt. Das ist schon mal gut. So und so und so. Ach, jetzt habe ich... Ach klar, das habe ich vergessen. Stimmt, das heißt, ich muss noch irgendwo eine Lücke haben. Na, was macht der Sound jetzt? Geht es noch voran hier?
Schon bei der zweiten Folge Probleme? Was ist da los? Jetzt scheint es wieder zu gehen. Kurze Aufnahmeprobleme, aber es geht leider nicht anders als mit einem wunderbaren Emulator, weil mein Nintendo DS, von dem kann ich nicht capturen, leider. So, ich hätte das doch gerade so gut. Das dahin, nee. Das hier ist einfach ein Problem. Passt mal auf, wir machen das so, wir machen mal aufgeben. Ja, das Rätsel später lösen. Eventuell haben wir echt die Möglichkeit, uns hier umzuschauen. Professor, muss ich meine Sachen wirklich jetzt aufräumen? Nun, ich will mal ein Auge zudrücken, aber vergiss es nicht, ja? Natürlich vergessen wir das nicht. Die Landschaft saust nur so an uns vorbei, wir sind schnell unterwegs. Okay, wir werden auf jeden Fall weitermachen. So, ich glaube, wir verlassen jetzt erstmal das Zugabteil. Luke, vergiss nicht, dass die Suche nach der Schatulle der Pandora für uns oberste Priorität hat. Wir dürfen uns nicht zu sehr von unserem Ziel ablenken lassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen, Professor. Fangen wir gleich mit der Suche an. Jetzt nervt es aber, dass der Sound hier so ruckelt. Luke und Professor Layton wollen den Molentary Express genauer unter die Lupe nehmen. Sehr schön. Oh, wer bist du denn? Hallo. Moment, das hier ist jetzt unser Abteil. Was ist das hier? Kommen wir da auch rein? Sind hier irgendwo noch Münzen versteckt? Ja. Ach, sehr cool. Quatschen wir mal das Mädchen an. Lilly. Hey, wisst ihr was? Ich habe gehört, dass die Abteile weiter vorne im Zug total prächtig und luxuriös sind. Jeder Türknauf ist da aus Gold mit Diamanten drauf und Perlen. Aber da dürfen nur ganz reiche Leute rein. Also, seid ihr zwei so richtig reich? Dann müsst ihr euch die Kabinen unbedingt anschauen. Richtige Luxusabteile, wie? Und nur sehr vermögende Fahrgäste haben Zutritt. Wenn die junge Dame recht hat, dann beginnen dort vorne die Abteile der Luxusklasse. Ui, die würde ich gerne mal sehen. Die sind bestimmt unheimlich toll. Ja, die würde ich auch gerne sehen. Hat sie denn vielleicht ein Rätsel für uns? Das wäre total schön. Ich fahre zu Oma. Und wo fahrt ihr hin? Eigentlich suchen wir eher nach etwas, meine Kleine. Wir wissen nur leider nicht wo. Darum schauen wir uns in diesem schönen Zug um, bis wir einen Anhaltspunkt finden. Oh, das klingt aber anstrengend. Hey, wollt ihr mal ein Rätsel hören? Dann geht's euch gleich besser. Ja, immer gerne. Wow, Rätsel 24, Faltetrick, aber nur 10 Pikarat. Okay. So, du wolltest einen Papierstreifen in der Mitte falten, doch leider ragt eines der Enden 1 Zentimeter weit über das andere hinaus. Du versuchst es erneut, aber leider ragt diesmal das andere Ende 1 Zentimeter heraus. Okay. Nun hast du den Streifen also zweimal gefaltet. Aber wie weit sind die beiden Knicke eigentlich voneinander entfernt? Gib deine Antwort in Millimetern ein. Leute, ich muss dazu sagen, es gibt Rätsel, die kann ich gut. Es gibt aber auch Rätsel, die mit logischem Denken zu tun haben. Also die kann ich alle nicht. Und es gibt Rätsel, die mit Mathe zu tun haben. Die kann ich auch alle nicht. Und dann gibt es Rätsel, bei denen beides zusammenkommt. Und das kann ich erst recht nicht. Ich muss jetzt hier wirklich überlegen. Für mich sind solche Rätsel echt heftig, auch wenn es nur 10 von 10 Pikarat sind. Also, ich falte das, ja? Und es ist jeweils ein Zentimeter ragt es darüber hinaus, ja? Okay, nun hast du den Streifen also zweimal gefaltet. Aber wie weit sind die beiden Knicke voneinander entfernt? Also das hier. Ist klar. Das verstehe ich. Keine Ahnung. 10? Wirklich nicht. Also. Doch leider ragt eines der Enden 1 Zentimeter. Das heißt, 1 Zentimeter sind 10 Millimeter. Dann sind es 10. Oder ist es denn die Hälfte? Oder sind es dann 5? Es ragt da ein drüber. Ja, 10 können. Nee, 10 ist ja totaler Quatsch. Auch eins. Auch eins, oder? Gib deine Antwort in Millimetern. Ja, ja. 1 Zentimeter, also 10 Millimeter. Ja, ja, ich weiß. Antwort eingeben. 1? 0? Nun die Probe aufs Exempel. Oh, Gott sei Dank. Ich bin nicht ganz blöd. Ja. Demonstrandum. Ja, danke. Sehr exakt, die Entfernung zwischen den beiden Knicken beträgt 1 Zentimeter, sprich 10 Millimeter.
Wenn dir die Visualisierung schwerfällt, oh ja, das tut sie, dann stelle dir mal vor, die Streichholzschachtel oben wäre genau 1 Zentimeter hoch. Jetzt entferne eine der Seiten. Auf einmal siehst du die Schachtel von der Seite aus wie den Streifen Papier. Die übrige Seite steht somit für die Entfernung zwischen beiden Knicken. Okay, gut. Okay, ich bin nicht ganz blöd, ich habe es hinbekommen, das ist schön, das freut mich. Stimmt, Mann, ihr zwei seid ja richtig, richtig schlau. Viel Glück bei eurer Suche und so. Ja, danke schön. Vielen Dank, liebe Lilly. So, können wir auch schon hier zurückgehen? Funktioniert das? Es tauchen ja nach wie vor leider die Pfeile nicht auf, das ist ein bisschen schade. Aber wir bekommen das auch so hin. Diese Unterbringung ist ganz nach meinem Geschmack. Hoffentlich gefällt sie meinem kleinen Liebling. Okay. Oh, mein süßer Schatz hat bestimmt schon Hunger. Ich begebe mich in den Restaurantwagen. Ja, ist mir egal. Mach das. Das war genau die Art Leute, die ich im Olentary Express erwartet hatte. Was für eine vornehme Person. In der Tat. Aber das ist nun einmal der besondere Kundenkreis dieser Zuggesellschaft. Wir müssen auf unsere Manieren und unserem Umgangston achten und uns ein wenig anpassen, verstehst du? Natürlich, Professor. Gut, können wir hier zufällig rein? Oh, eine Münze. Cool, können wir hier rein? Die Tür steht so offen. Haben wir hier vielleicht auch noch eine Münze? Nein. Oh, da ist noch ein Rätsel. Sieh dir nur diesen edlen Glaskrug an, Luke. Ich bin mir sicher, dass er handgefertigt ist. Wer hätte gedacht, dass ein so einfaches Trinkgefäß so extravagant sein kann? Mit einem kühlen Getränk in der Hand den Sonnenuntergang aus dem Zugfenster zu beobachten. Was könnte entspannender sein? Aber nicht alles, was in Glaskrügen daherkommt, muss bekömmlich sein. Dazu kenne ich ein gutes Rätsel. Oh, erzählen Sie mal, Professor. Okay, Rätsel 23, wohlbekommens. Kriegen wir das noch hin in dieser Folge? Das wäre schön. So, zwei Männer, 1 und 2, spielen ein Spiel. Zuerst stellt jeder seinen leeren Glaskrug auf den Tisch. Dann stellt ein Spielleiter einen dritten Krug mit Essig, entweder auf den Platz A oder B. Der Spielleiter gießt nun den Essig in den Glaskrug direkt daneben. Dann nochmal und nochmal. Nach 55 Mal umgießen, muss der unglückliche Verlierer, vor dem der Essig nun steht, diesen austrinken. Angenommen, du wärst der Spielleiter und wolltest, dass 1 gewinnt. Bitte? Müsstest du den sauren Trunk dann auf A oder B stellen? Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich schon genau weiß, was ich tun werde. In der nächsten Folge. Ich werde in der nächsten Folge abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ihr wisst, was ich meine. Genau das werde ich tun. Weil, ne? Logik und so. Nein, ich werde es auch so rauskriegen. Vermutlich ist es... Ja, keine Ahnung, machen wir in der nächsten Folge. Ich bin schon drüber. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.